Hallöchen, wir spielen ja jetzt schon ein bisschen Helldivers 2. Suchtet ihr da auch gerade so rein wie ich? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Hier kommen ein paar Tipps und Tricks, die ich so in meiner Zeit gelernt bzw. im Internet irgendwo aufgeschnappt habe. In loser Reihenfolge, richtet sich natürlich eher an die Leute, die vielleicht gerade erst anfangen. Aber wenn ihr fortgeschritten seid, vielleicht könnt ihr auch das ein oder andere aufschnappen, was ihr noch nicht wusstet. Wenn euch das Video gefällt, wisst ihr ganz sicher, was zu tun ist. Habt ihr noch mehr Tipps, die vielleicht in diesem Video nicht vorkommen, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Los geht's! Als erstes haben wir da ein Problem mit den Taktikausrüstungen, zumindest wir PC-Spieler. Und zwar können wir, während wir den Code eingeben mit WASD, uns logischerweise nicht bewegen. Standardmäßig ist das so eingestellt, dass wir STRG gedrückt halten müssen und dann den Code eingeben. Wenn man jetzt aber schlauerweise im Menü bei Maus und Tastatur die Zuweisung ändert und bei der Taktikausrüstung hoch, runter, links und rechts auf die Pfeiltasten legt, kann man sich, während man eine Taktikausrüstung anfordert, weiterhin bewegen. Was jetzt noch schlauer ist, ist das Taktikausrüstungsanforderungsmenü nicht mehr auf STRG zu legen, sondern auf irgendeine andere Taste. Das können wir im selben Menü machen. Taktikausrüstungsliste öffnen müssen wir dann umschalten. Den Eingabetyp kann man übrigens auch ändern. Kurz drücken, doppelt drücken, einfach nur drücken, lange drücken, halten, lange halten. Also was euch hier am besten gefällt. Wenn man das Ganze auf Halten gestellt hat, muss man natürlich die jeweilige Taste gedrückt halten, während man den Code eingibt. Wenn man das Ganze auf Drücken stellt, kann man das einfach öffnen und schließen. Sehr praktisch für PC-Spieler, finde ich. Ist ein bisschen auch ein Game-Changer. So kann man sich, während man Taktikausrüstung anfordert, sich wenigstens ein bisschen wegbewegen. Habt ihr einen Munitionsrucksack dabei? Dann könnt ihr euch auch selber aufmunitionieren. Und zwar müsst ihr da auf PC einfach nur 5 drücken. Das ist standardmäßig so gebindet. Dann gebt ihr euch selber Munition. Super praktisch zum Beispiel in Verbindung mit dem Nachschubabwurf und dem Granatenwerfer. So habt ihr quasi unendlich Munition und könnt den fast wie eine Primärwaffe benutzen. Auch hier kann man lästige Granaten zurückwerfen. Man schaut sie einfach an und drückt E, um sich so ein bisschen aus der Gefahrenzone zu bringen. Man wirft sie allerdings nicht so weit weg, wie man das vielleicht von anderen Spielen gewohnt ist. So einen Höllenbombenblindgänger findet ihr ab und zu auf der Karte. Die kann man zu seinem Vorteil nutzen. Allerdings solltet ihr, bevor ihr darauf schießt, etwas Abstand zwischen euch und die Bombe bringen. Der Sprengradius ist recht groß. Es gibt ein kleines, ein bisschen verstecktes Menü, was man aufrufen kann in Bezug auf die Waffen. Wenn ihr den Nachladebutton, also auf PC dann R, gedrückt haltet, poppt dieses kleine Menü auf. Hier könnt ihr zum Beispiel die Taschenlampe an- und ausschalten oder auf Auto stellen. Ihr könnt zum Beispiel den Feuermodus ändern auf Salvenschuss, Einzelschuss oder Vollauto in diesem Fall. Bei manchen Waffen kann man das Scope ändern und beim großen LMG hier zum Beispiel auch die Feuerrate. Das heißt, ihr könnt entweder auf maximalen Damage Output gehen, in dem Fall wären es 900 RPM, oder ihr geht ein bisschen Munitionssparen davor und nehmt eine niedrigere Feuerrate. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar nützliche Features, die man sich pro Waffe auf jeden Fall mal angucken sollte. Außerdem ist auch noch sehr nützlich, dass man in dieser Ansicht auch sieht, wie viel Munition man noch genau im Magazin hat. Achso, und wo wir gerade bei den Waffen sind, wusstet ihr, dass ihr mit der mittleren Maustaste in den ADS-Modus wechseln könnt? Und auf PlayStation müsste das der rechte Stick sein, den ihr dafür drücken müsst. In Helldivers 2 gibt es Patrouillen. Das heißt, neben den normalen Ansammlungen von Gegnern an den Points of Interest und so weiter, gibt es auch kleinere Gruppen von Gegnern, die so rumpatrouillieren auf der Karte. Die können, wenn sie euch bemerken und ihr sie nicht früh genug ausschaltet, weitere Gegner heranrufen. Ihr erkennt das zum Beispiel an diesem kleinen Kerlchen hier, der euch bemerkt hat. Er streckt seinen Kopf in die Höhe und ungefähr eine Sekunde später stößt er so Sporen aus. Die aktivieren dann so ein Backloch, wo dann mehrere Gegner kommen. Bei den Robotern ist das Äquivalent dazu die Flare Gun, die abgefeuert wird von einem Roboter, wo dann ein weiteres oder mehrere Schiffe auftauchen. Schaltet also die Gegner vorher aus. Wie gesagt, vom Bemerken bis zum Hilferuf vergeht ungefähr eine Sekunde. Es muss also schnell gehen. Apropos Roboterverstärkungsschiffe. Habt ihr auch schon mal erfolglos probiert, die abzuschießen? Wenn ihr sie einfach so mit einem Raketenwerfer trefft, passiert da nicht viel. Vielleicht erwischt ihr einen Roboter, der dranhängt. Allerdings wird der Rest dann auch seelenruhig abgesetzt. Versucht mal mit einer Rakete auf ein Triebwerk zu schießen. Dann gehen die mit einem Schuss down und zerstören auf dem Weg nach unten vielleicht noch den einen oder anderen Roboter. Wenn ihr auf dem PC X gedrückt haltet, erscheinen die Inventaroptionen. Hier könnt ihr Waffen und Ausrüstung fallen lassen. Ganz praktisch zum Beispiel bei der Munition vom Raketenwerfer oder der Autokanone. Damit kann nämlich einer eurer Mitspieler eure Waffen schneller nachladen. Friendly Fire ist ja ein großer Teil von dem Spielerlebnis von Helldivers 2, nicht anders bei den Turrets. Ob von einem selbst oder von einem Mitspieler, die killen einen mal ganz gerne. Der einzig sichere Platz vor diesen Turrets ist oben auf den Turrets drauf. Das kann auch gut als Indikator dienen, von wo die nächsten Feinde kommen, weil die sich relativ schnell in die Richtung drehen, von wo die nächsten Gegner kommen. Einzig und allein beim Mörser-Turret würde ich das draufstellen nicht unbedingt empfehlen.
ab und zu seht ihr auf der Karte so ein gelbes Beacon, was leuchtet. Also ein Strahl, der in den Himmel geht. Da solltet ihr unbedingt hingehen. Hier gibt es immer so ein abgestürztes kleines Shuttle oder was auch immer das ist, worum und worum herum ihr immer einen guten Loot findet. Zum Beispiel auch über Credits, die man ansonsten im Spiel nicht so häufig findet. Auf den Planeten in Helldivers 2, wo die Missionen stattfinden, gibt es tatsächlich einen Tag-Nacht-Rhythmus. Hell wird es um 6 Uhr morgens, Nacht wird es um 6 Uhr abends. Es gibt also genau 12 Stunden Tageslicht. Wenn ihr nicht so gerne Nachtmissionen spielt, solltet ihr also einplanen, dass ihr mindestens 45 Minuten Zeit habt, denn so lange dauern die längsten Missionen. Also sucht ihr euch eine Mission, die mindestens um 17.15 Uhr anfängt. Denn der Tag-Nacht-Rhythmus wechselt auch während einer Mission. Seid ihr also nach 18 Uhr unterwegs, wird's dunkel. Büsche in Helldivers 2 halten euch tatsächlich auf und verlangsamen euch. Wenn ihr also auf der Flucht seid vor Gegnern, solltet ihr gucken, dass ihr nicht unbedingt in diese Büsche lauft, denn das kann tödlich enden. Wo wir gerade bei der Fauna und Fluchtmöglichkeiten sind. Ab und zu seht ihr diese gasausstoßenden Pilze auf dem Boden. Die könnt ihr nutzen, um schnell wegzukommen. Stellt euch einfach drauf und schießt oder meleet sie und schon katapultieren sie euch weit weg von euren Verfolgern. Wenn ihr ganz schlau seid, nehmt ihr vorher noch ein Stim, denn das gibt euch einen kurzen Heilungseffekt über Zeit und kann so den Fall Damage direkt countern. In Helldivers 2 gibt es viele Points of Interest auf so einer Karte. Eine der wichtigsten wird euch allerdings nicht direkt auf der Karte angezeigt und das ist die Radarschüssel oder die Radarstation. Haltet auf jeden Fall Ausschau danach, ist kaum zu verfehlen, wenn man in der Nähe ist. Sie hat einen Riesenturm mit einer eingeklappten Radarschüssel dran, geht da auf jeden Fall hin. Ihr müsst sie aktivieren und danach die Radarschüssel einstellen. Die Signalstärke sieht man eigentlich vom Terminal aus, allerdings könnt ihr das auch alleine einstellen. Denn wenn ihr in dem Sweet Spot seid, wo ihr 100% Signalstärke habt, dann hört man einen Ton, diesen hier. Und wenn man wieder aus dem Sweet Spot raus ist, kommt ein anderer Ton. Habt ihr die Signalstärke auf 100%, einfach noch aktivieren und schon seht ihr alle Bugholes und Points of Interest auf eurer Karte. Radarstation, sehr wichtig, sollte man auf jeden Fall aktivieren, wenn man sie findet. Ab und zu findet ihr bei Helldivers 2 so vergrabene Container. Die können verschiedene Farben haben, blau oder rot. Um an den saftigen Loot darin zu kommen, müsst ihr nichts weiter tun, als ihn zu sprengen. Das geht mit Granaten, einem Granatwerfer, einem Raketenwerfer, mit allem, was explodiert. Noch eine Sache zum Loot, dass unter den Teamkameraden auch kein Neid aufkommt. Da braucht man sich also nicht drum zu schlagen. Jeder bekommt seinen Teil an Proben und so weiter ab. Ab und zu findet man auf Karten bei Helldivers 2 eine Artilleriestellung. Die ist kaum zu verfehlen mit der riesen Kanone in der Mitte. Die solltet ihr unbedingt einschalten und aufmunitionieren. Die könnt ihr nämlich dann in der Mission als zusätzliches Stratagem benutzen. Dort gibt es eine Konsole, damit schaltet man das Ganze ein und dann kann man das Artilleriegeschütz mit insgesamt 5 Geschossen laden. Es gibt verschiedene davon, zum Beispiel Napalm, Hochexplosiv oder Rauchgeschosse. Allerdings ist die wichtigste davon meiner Ansicht nach die Mini-Nuke, also eine kleine Atombombe. Die ist gelb und wenn ihr die findet, solltet ihr die als erstes einsetzen. Denn genau in der Reihenfolge, in der ihr die Geschosse ladet, werden sie auch nachher abgefeuert, wenn ihr sie anfordert. Das gibt einen mächtigen Badaboom und den solltet ihr nutzen. Wenn man mit den Geschossen in der Hand läuft, ist das übrigens relativ langsam. Es gibt aber zurzeit einen kleinen Bug, vielleicht wird das irgendwann gefixt, vielleicht auch nicht. Wenn ihr die Geschosse fallen lasst, könnt ihr immer 1 bis 2 Schritte sprinten, um sie dann wieder aufzunehmen. Mit diesem kleinen Glitch geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller, denn die Feinde warten nicht. Apropos Transport. Ab und zu findet ihr so Explosivfässer, die sich sehr gut als zusätzliche Minen eignen. Auch hiermit geht man relativ langsam. Hier gibt es aber einen noch besseren Trick. Wenn ihr die in ungefähr 45 Grad vor euch werft und ganz schnell hinterher sprintet, könnt ihr die, wenn ihr das Ganze gut trefft, eine Zeit lang auf eurem Kopf balancieren und so sehr viel schneller vorankommen. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Bonustipp, sollte einer eurer Mitspieler keine Spritzen mehr haben und geheilt werden müssen, könnt ihr das übernehmen. Einfach nah ran und ihm eine Spritze reinjagen. Das waren meine Tipps und Tricks zu Helldivers 2. Ich hoffe, es hat euch geholfen und der ein oder andere hat was Neues erfahren über das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. In den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall viel Helldivers 2 streamen. Wer Lust hat, guckt doch mal auf Twitch oder YouTube vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!